Das ist jetzt nicht so gut. Warum spawnen die alle da vorne? Rüstung. Essen. Ah, ich regeneriere ja. Jetzt nicht mehr. Das ist noch ein Skelett. Wir sammeln jetzt erstmal hier ein. So, jetzt killen wir dich. Ich glaube, er ist am... Nur eine Enderperle. Ich glaube, er ist am Feuer gestorben. So, wir können da ja jetzt einfach mal hier den ganzen Stein und so alles reinpacken. Alles. Wir können auch hier mal Zeug mitnehmen. So, was hätten wir denn hier noch? Das Eisen kam mit, der Stein hier. Ich meine, hier ist ja so sonst eigentlich alles fertig. Ah, okay. So, jetzt hätte ich natürlich gerne noch die Sachen, die da vorne sind. Spawnen da einfach wieder ein paar neue Monster. So, das war's. Die Rüstung ist wieder voll. Super. Okay. Dann nehmen wir jetzt hier so noch ein paar... Ich habe da noch einen Knochen. Ein bisschen was mit. Und zwar, wir können hier... Ich nehme einfach mal den ganzen Bruchstein hier mit. So, aber einen Platz brauchen wir noch. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir. Für dich. Nein. So. So, Leute. Nein. Ich hab doch Rechtsklick gemacht. So ein Mist. Das ist irgendwann ein Dorfbewohner Zombie, Leute. Und ich weiß nicht wo. In irgendeiner Höhle. Naja, egal. Ah, da vorne ist eine Spinne. Wir müssen halt doch laufen, Leute. Beide Loren sind uns abhanden gekommen. Ich habe ja keinen Platz mehr. Die eine Lore ist noch da vorne zu sehen. Jetzt ist sie nicht mehr zu sehen. Da ist noch ein Creeper. Beide Loren müssten jetzt eigentlich da vorne sein. Ja, wegen dem Spinnenauge habe ich jetzt keinen Platz mehr. Und, lol. Schön aufeinander geparkt.
Haha, die Schildkröten, super. Jetzt kann ich mir eigentlich gleich mal hier sehen. Okay, passt. Passt. Okay, gut. Wir haben alles richtig gemacht, Leute. So, Burgstein war, glaube ich, die hier, oder? Ja. Dann noch Spinnenauge. Halt, Spinnenauge haben wir, glaube ich, gar nicht voll, oder? Nein, haben wir nicht. Super. So, dann nehmen jetzt ihr hier mal alles mit. Okay. Nein, erstmal hier Bruchstein. Eisen. Stein müsste da vorne sein. Dann halt hier, oder? Okay. Wir machen da vorne eine neue Steintruhe, Leute. Denn wir nehmen einfach diesen Andesit hier mit. Und hauen stattdessen den Stein rein. So, Monstersachen. Wunderperlen. Super. Fäden. Spinnenaugen. Ah, okay, das kommt mit. Der Rest kann runter. Schwarzpulver. Kann auch runter, okay. Pfeile haben wir noch zum Ablegen. So, der Rest hier ein paar. Ja, die Werkbank kann noch weg. So, Werkbank weg. Knochen passt ja, die können das auch runter. Bogen habe ich, glaube ich, hier. Ja. Erde habe ich da vorne. Okay. Dann brauchen wir Andesit. Wo habe ich noch eine Andesit-Truhe? Da habe ich eine Andesit-Truhe. Nehmen wir wieder 5 mit. Das passt. Und wieder runter mit uns, Leute. So, eine Lore kommt dann auch gleich in die Endertruhe. Und eine bleibt wieder hier zum Fahren. Was ist denn das da vorne? Ach, das sind glaube ich Sterne. Wir sehen noch den Nachthimmel. Richtig schön, Leute. Platzieren wir sie hier. Bei, nein, halt. Wenn wir dann dann die... Wir platzieren sie hier. So. Wenn wir da nämlich den Stein hinbauen, habe ich Angst, dass es dann einfach nach links geht. Okay, dann brauchen wir jetzt erstmal wieder Andesit. Ja, aber warum gehen die jetzt nicht zusammen?
Da ist irgendwas blöd, Leute. So, hier das passt. Und da halten wir es dann hier so. Genau. Passt so. Wunderbar, Leute. Okay, ja, warum geht das jetzt nicht? Jetzt muss ich mal nachsehen, Leute. Ich schaue jetzt mal im Minecraft-Wiki nach. Antriebsschiene. Kann man die etwa nicht um die Ecke bauen? Da steht tatsächlich nichts da. Da! Man kann mit Antriebsschienen keine Kurven bilden. Dies kann einzig und allein nur die normale Schiene. Um Schienenkurven zu realisieren, muss man einfach für die Kurven Schienenkurven setzen. Aktivierte Antriebsschienen können ihr Signal nicht um Kurven weiterleiten. Okay, Leute. In dem Fall würde ich jetzt sagen, machen wir die Antriebsschiene einfach weg. Haben die halt Pech gehabt. Dann gibt es hier halt keine Antriebsschienen. In dem Bereich. So. Ist schade, aber ist halt so. Gut, dann hier weiter. So, da ist nichts oben. Gut so. Halt, hier muss ja noch der hier rein. Ja, super. Gut, dann hier. Da kommt man dann auch nicht mehr hoch. Aber da müssten wir auch noch... Nein, wir müssen nicht mehr überprüfen, denn diese Höhle ist einfach so mit der da drüben verbunden. Über diese ganze Strecke hier. Das heißt, die bleibt offen. Naja, vielleicht auch nicht. Also, natürlich bleibt sie offen. Aber das hier wird halt einfach dicht gemacht. So, die Decke. Hier sieht es dann wieder gut aus, Leute. Hier wird dann wieder endlich mal die Decke komplett dicht gemacht. Mit dem Anasit können wir ja noch weitermachen. So, der Rest hier ist, oh, ist offen. Der Rest ist offen. Okay, machen wir uns schnell vorne an der Werkbank. So, sie hat nicht gebrannt. Das heißt, sie wurde von dem Skelett erschossen. Ich wusste, dass du kommst. Passt. Okay, räumen wir das mal eben auf.
Stärke 1, cool. Und bei der Werkbank können wir uns jetzt neue Stufen machen. So. Da rennen wir jetzt einfach vorbei, Leute. Die rennen uns bestimmt nicht hinterher. Super. Hier ist dann endlich wieder ganz normal zu, Leute. Okay, dann den Boden. So, der Boden ist auch wieder ganz normal. Super. Nein, halt, das ist Stein. Ich bräuchte neue Schienen. Ja. Dann gehen wir doch wieder zurück und machen uns noch neue Schienen. Wow. Er hat es erschossen. Ich habe es genau gesehen, gehört. Das ist noch ein Creeper. Die bleiben da alle hängen. Auf den Schienen. Naja, egal. Alles schön in die Spitzhacke. Dann haben wir auch wieder. Okay, die Lore können wir eigentlich auch gleich wegpacken. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ach genau, neue Schienen. Was war es noch? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Wahrscheinlich vertausche ich gerade die Eisen mit Stock, oder? Ja, ich habe Eisen und Stock vertauscht. So, 4 reichen erstmal.